Hi, hi Leute, willkommen bei Angespielt zusammen mit Sven Servus. und mit Warframe. Jetzt labert mir natürlich ins Intro, aber das ist egal. Wir sind hier beim neuen Spiel Warframe. Na gut, neu, ich weiß gar nicht, gibt es schon eine Weile, oder? Ja, ich glaube auch. Und wir wollen eigentlich zusammen spielen, aber das Spiel ist so Premium, da müssen wir die erste Mission allein spielen. Deswegen spiel das, wenn du jetzt, ich spiele sie jetzt und danach werden wir hoffentlich eine zusammenspielen können. Ich weiß zwar nicht, wie lange so eine Mission geht, aber ja. Wir werden sehen. Genau. Willst du was zum Spielsystem sagen, um was es hier so geht? Wir sind irgendwie so einer der wenigen von so einer komischen Rasse und den Typ, den ihr da gerade rechts am Bildschirm gesehen habt, der möchte uns irgendwie unter seiner Kontrolle haben und die da links versucht uns zu beschützen. Das ist bisher alles, was ich mitbekommen habe. Und ich habe gerade ein Steam-Abzeichen bekommen, weil ich irgendwas eingesammelt habe. Ich habe noch gar nichts eingesammelt. Ich laufe jetzt nur. Oh ja, hier. Bam. Das Spiel ist auch richtig geil. Also man kann als Assassine, so wie das ich jetzt mache, so mit Bogen lautlos die Dinger killen. Oder wie Sven, der hat, glaube ich, die MP. Und Nein, ich spiele auch lautlos. er spielt auch lautlos, dann. Aber nicht mit Bogen, sondern mit Wurfmessern. Ja, aber du hast die MP. Ja, ich habe eine MP dabei, aber die hat bisher noch keinen Schuss gefeuert. Bisher habe ich alles von hinten abgemeuchelt. Stealth, so wie sich das gehört. Ja, ist, oh. Die KI ist ein bisschen doof alles, weil wenn man direkt hinter ihr steht und sie lässt. Man kann sie aber schön an die Wand nageln, so wie ich jetzt gerade. Sonst kann man Das ja nicht ist. stealthen. Und die Grafik finde ich eigentlich richtig Premium dafür, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist. Finde ich jetzt die Grafik besser als Planet Side. So, finde ich. Weil du hast beim Zielen. Ja, diese Verschärfung, ne? Ja, die Unschärfe Schärfung. Also die Dass er immer Verunschärfungsschärfung. das, wo er gerade hinvisiert, scharf stellt und der Rest wird unscharf. Ja, das ist Genau, echt cool das gemacht. finde ich richtig cool. Das machen sie auch bei Star Citizen. Machen sie das auch Oh, so. fuck, sind hier viele. Deswegen finde ich das mal richtig nice, das mal zu sehen, wie das aussieht. Und so kleine Mini-Gadgets, wo man dann dazwischen drin hat. Da geht's der Berg runter, Jetzt da will muss ich ich jetzt meine hin. MP doch ziehen. Hier sind zu viele Gegner. Ich habe noch gar keine, ich habe nur zwei Gegner bisher gehabt. Was zur Hölle tust du? Ich mach langsam. Kämpfen wir gerade gegen 10 auf einmal oder so? Nö, ich nagel meine Leute immer an die Wand. Der Bogen Ja, ist ich bin hier einfach gerade durch so Bro. einen Tunnel gelaufen und auf der anderen Seite standen 4 Stück. Da kannst du nicht stealthen. Doch, Und dann auf einmal da bin kommen ich aus jetzt allen auch gerade. Richtungen. Zack. Ich habe sie Ja, aber zwei wenn einer Stück schon. von denen wegfliegt, dann müssen es doch die anderen checken. Nö, machen sie nicht. Sind die wirklich so dumm? Ja. Oh, doch, zwei Double Kill. Ist er tot? Ja, der hängt in der Luft. Oh, das ist jetzt auch wieder ein bisschen buggy. Nein, Sicherung will ich jetzt nicht benutzen. Da ist einer. Ich finde, Headshot. das mit dem Rutschen ist auch ziemlich cool Guck, ich habe gemacht. jetzt ein Abzeichen gekriegt. Keine Zeugen. Führe erfolgreich 10 Kills durch. Lautlos. Ich Ist habe im jetzt. Wurfmesser nicht lautlos, oder was? Doch, aber du hast vielleicht zu offensichtlich gemacht und ich stehe ja ewig weit weg mit meinem Bogen. Weißt du, mit meinem Bogen kannst du ewig weit wegstehen und die wegmachen. Ja, die Wurfmesser auch, die haben zwar einen Drop, aber den kann ich ja mitberechnen. So. Da oben ist noch Aber die einer. Sache ist halt, die Gegner werden nicht mehr gewonnen hittet inzwischen. Ich brauche 2 oder 3 Würfe. Da ist noch einer. Das Oh. könnte halt auch das sein, warum ich das nicht Scheiße, krieg, jetzt ne? haben sie mich entdeckt. Dann kommen sie. Levelaufstieg. Mein Schwert ist jetzt auch Level 1. Jetzt komm schon. Ja, die Animation ist richtig cool gemacht. Also ich finde das Spiel eigentlich gar nicht mal so schlecht. So Käse. Ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt haben sie mich entdeckt und jetzt gibt's Fett auf die Fresse. Komm schon, das muss doch jetzt ein So. Stealth-Kill Boah, was gewesen ist denn das? sein. Das Hat denn kann doch der nicht verloren? sein. Geheimnisse Oricron habe ich Ja, gefunden. genau, das habe ich auch bekommen. Dann bekommst du ein Steam-Abzeichen. Ah, okay. Aber das hatte ich schon viel früher wie du. Finde 100 Mods. Sind das Mods? Okay. Oh, Jetzt oh. muss ich Okay. irgend so einen Turm verteidigen. Nein, so weit bin ich noch nicht. Nicht spoilern. Ich will jetzt da angreifen. Nahkampf. Oh Gott, oder auch nicht. Die rennen alle weg von mir. Ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Wurfmesser,
Oh gar nicht Gott, verwenden du. Kann, wenn ich an der Seilrutsche bin. Nee, das geht nicht. Sondern nur meine MP. Ja, die KI ist doch ein bisschen Bobby. Weil ich stehe hier ziemlich ungedeckt und die kriegen mich nicht down. Aber du hast recht, es sind echt viele. Ich mach's jetzt aber alle mit dem Bogen weg. Hast du die alle besiegt? Ja, die musst du alle besiegen, weil du danach genau hier diesen Tower bekommst. Ja, den habe ich ja schon, da hat ja einer droppt. Hä? Nein, diesen Turm droppt keiner. Achso, so, jetzt habe ich alle tötet. Na doch nicht. So, jetzt machen wir ein bisschen hier Action. War ein Sniper und weg die Sau. Erstmal alles aufluten. Wo schießen denn noch einer? Ah, die mit dem Jetpack, die sind ja assi. Ja. Aber in der Luft haben sie einfach keine Chance, weil das steht direkt über dir und dann machst du so blatt. Hm. Ich finde die Kampftaktiken voll cool, was du da für coole Moves machen kannst. Echt? Ja, natürlich, du kannst voll die Rollen und so machen und über die Wände hüpfen und die Gegner während des Saltos abschießen und so. Okay. Und so cool. Während du über den Boden slidest. Ich finde das irgendwie, kann das sein, ich weiß jetzt nicht so, aber Assassin's Creed Style so ein bisschen, nur futuristisch. Vom Klettern her, ja. Das Klettern erinnert mich auch ein bisschen an Assassin's Creed, das habe ich mir auch gedacht. Achso, da muss ich hin. Und das mit dem Bogen macht das halt noch so ein bisschen. Jetzt muss ich den Turm verteidigen. Ja, okay, da bin ich mit dem Wurfmesser halt näher an Assassin's Creed dran, wie du. So, oh fuck, jetzt bin ich schon runter. Wo ist der Turm? Ah, den muss ich jetzt verteidigen? Ja. Alpha eingenommen. Ah, da kommt ja kein. Achso, 10%. Aber ich habe mit dem Bogen mehr so die. Oh, scheiße. Ja, du bekommst dann gut Besuch. Bis jetzt ist nur einer gekommen. Oh, ich habe gerade schnelles Zielen und 5% schnellere Nachladegeschwindigkeit bekommen. Weil ich so ein Ding eingesammelt habe. Ne. Sniper hat ja gar nichts drauf. Weg da, du auch weg. So, auch weg. Alle weg. Das ist, wo ihr jetzt seht, das ist der Böse. Das habe ich ja eben nicht erklärt, aber das hat Sven gemeint gerade, das ist der Böse. Und wenn ihr lesen wollt, was er gesagt hat, dann müsst ihr auf Pause drücken, weil ich lese das nicht durch Alpha eingenommen. Ich habe schon wieder ein Steam-Abzeichen bekommen, Rache den Meister. Aber das Problem ist, ich sehe die Ding nicht. Ich bekomme gerade ein Abzeichen nach dem anderen. Die wo die Gegner herkommen. Ja, das sehe ich auch nicht. Die kommen jedes Mal aus einer anderen Richtung. Ja, aber dass es auf der Minimap so einen Punkt gibt, weißt du, das zeigt, wäre nicht verkehrt. Wenn du weißt, woher die Schuss kommen, ungefähr. Wäre zu einfach. Wie bei Planetside, wenn du einer schießt, dass du hörst. Das wäre doch zu einfach. Bei Planetside geht's ja auch. Aber du hast doch hier auch ein Surround-System. Du hörst doch, aus welcher Richtung die Schüsse ja, kommen. Ja, das stimmt auch wieder. Oh Gott, wie viel Schuss habe ich noch? 36 Bogenschüsse. Ich brauche mal wieder Bogenmunition. Ja, ich bin gerade dabei, meine MP leer zu ballern. Das ist auch nicht so geschickt. Mann, der ist schnell. Bam, weg ist er. Irgendwo beschießt du mich, einer. Oh, komm her, machen wir Nahkampf-Fights. Also ich glaube, der Elektroschock ist eher so gegen die Bosse gedacht. Echt? Also das ist ja, schön, kann man ja auch noch einsetzen. Weil die kannst du damit nämlich lahmlegen. Also Leute, die es überleben, sind danach geschockt und stehen still auf der Stelle. Also Schockfrosten. Frosten. Bam, weg die Sau. Wie viel habe ich? 77%. Ich bin auch gerade bei 77. Immer noch bei Alpha? Abkoppeln. Alpha eingenommen, ja. Stufe aufgestiegen. Level 2. Irgendwas mit mehr Schildkapazität, habe ich jetzt gerade gelesen. So, erstmal auf die Ferne weggemacht. Irgendwo werde ich beschossen. Hey, hörst du auf? Irgendwie hat jetzt der Alarm ausgelöst. Hörst du auf, du Arschloch? Ja, bei mir wurde gerade auch ein Alarm ausgelöst. Ja, die stehen an dem komischen Ding. So, 99, 100%. Ja, jetzt fängt es dann erst wieder an zu arbeiten. Unter 100 arbeitet gar nicht, wo du. Du musst oben links gucken, wie viel Prozent du hast. Jetzt habe ich 100. Ich habe 100, ja. Ich auch. Jetzt muss ich wieder da hochklettern. Genau, aber ich tue erstmal meinen Loot einsammeln. Ich brauche nämlich mal wieder Munition. Und jetzt kommen aber wieder richtig viele von den hässlichen.
Und es kommt einer, wo sich porten kann. Willst du mich verarschen? Ich finde es so cool, wenn du mit dem Schwert kämpfst, kannst du die Leute halbieren. So, was mache ich jetzt hier wieder? Jetzt muss ich es wieder aktivieren und wieder aufladen. Hoffe nicht. Ich habe auch gerade das zweite Mal aktiviert. Mal schauen, was jetzt passiert. Jetzt müssen wir extrahieren. Wir müssen hier raus. Ich glaube, das ist sogar das Ende der Mission jetzt. Denkst du? Ja. Oh, scheiße, verkehrte Richtung. Weil jetzt flüchten wir ja extrahieren, rausholen. Alter, das ist richtig, richtig geil mit dem Springen und so. Ja. Stimmt, jetzt hast du ein grüner Bobbel. Ja. Dann sind wir ja gar nicht mal so unterschiedlich weit. Wurfmesser ziehen. Ich will den jetzt abmeucheln von hinten. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Ja, nee, mit dem Schwert. Achso, nee, mit dem Bogen. Wo geht's hier lang? Da habe ich ihn von hinten gekillt. Du musstest E drücken für einen Stealth-Kill, ne? E? Nee. Ihr kannst schon hinter dem stehen und E drücken. Ja, oder? Das ist, wenn du mit dem Ding das machen willst, aber ich mache das mit den Bögen. Übung macht den Meister, habe ich jetzt. Das ist Achievement. Schwätzt da einer. Du weißt schon, du machst doch die Fässer immer kaputt, oder? Ja. Natürlich sammle ich den Loot ein. Was Kopus verjagt, Beschädigung plus 2,5. Credits, Affinität, was ist Affinität? Irgendwie bin ich. Ah. Alter, wie lange geht denn dieser Tunnel noch? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich renne mal wieder nur sinnlos durch die Gegend. Oh Mann, da ist schon wieder eine Armee zwischen mir und dem extra hier Punkt. Echt? Ja. Nee, ich habe zum Glück lautlos alle gekillt. Nein, die hast du nicht lautlos gekillt. Da laufen 4 Stück in der Reihe hintereinander durch die Gegend. Na gut, die habe ich noch nicht gefunden. Ich glaube, ich hört mal, da ist der Punkt. Die laufen jetzt direkt auf mich zu und die sind stark gepanzert und haben Shotguns. Das ist doch gut, macht doch Spaß. Ich verstecke mich jetzt hier mit dem Messer und hoffe, dass ich ein paar von denen direkt wegstealth. Weil ich muss ja die scheiß MP nehmen. Ja, dass wir unsere Zuschauer auch die unterschiedlichen Waffen zeigen können. Du musst auch mal an dem Zuschauer denken, nicht immer an dich selbst. Hauptsache, du durftest den Bogen nehmen. Ja. So, jetzt muss ich da hinten hin. Bist du auch in so einem riesen Wasserwerk? Renn ich da jetzt einfach rein? Also hier, schau, hier ist ein Grenzsoldat, der Stufe 1 stark gepanzert, Nahkampf-Shotgun. Ja, ich kann es auch so gut sehen. Nächstes Mal musst du Bildschirmübertragung machen, dann kann ich es angucken. Ja, das steht halt bei mir oben, wenn ich mit dem Maus auf den drauf gehe. Aber davon laufen 3 von denen hintereinander. Ich habe noch keinen einzigen von denen gefunden. Ich habe jetzt nur einen neuen Wegpunkt freigeschaltet. Achso. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Scheiße. Okay, ich habe sie stealth zerstückelt, bevor sie gemerkt haben, dass ich da bin. Kommt der nächste. 2 sind weg. Den hole ich mir jetzt nur die Wurfmesser. Scheiße, das ist nämlich ein Sniper. Weg. Alter, was die Sniper für ein Damage machen. Die hat mir gerade einen Quickscope gegeben. Keine Zeugen. Erfolgreich 100 habe ich schon 100 Kills gemacht mit dem Bogen. Geil. Ja, Leute, so macht man das. Oh, oh scheiße. Jetzt hat mich der Sniper. Tot. Mit der Sniper machen Hard Damage. Nö, ein Schuss tot. Gewehrmunition voll, ich habe doch gar kein Gewehr. Ja, darum ist deine Muni ja auch voll. Oh, und wo kommen die Schüsse? Das war hinter mir. Das ist geil, Jetpack. Dass ich den Bogen aufladen kann. Alter, weißt du, was gerade richtig cool war? Hinter mir flog so einer mit dem Jetpack, ne? Mhm. Was mache ich? Übelst cooler Move. Spring hoch, dreh mich in der Luft und werfe ein Wurfmesser ins Jetpack und er fällt einfach runter und stirbt. Ja, das Jetpack kann explodieren, habe ich eben auch mit dem Bogen explodieren lassen. Ich hab's in der Luft Alter, beim Umdrehen groß. Das Jetpack in die Luft gesprengt, war sehr cool, ne? Die Maps sind ja ewig groß. Hey cool, halt mal Q gedrückt. Q? Zustimmen. Und dann kannst du rechts mal auf tiefe Verbeugung und so, das sieht zwar cool aus eigentlich. Ah, Moment. Hm.
Da muss ich ja, hin. Das Spiel macht echt Spaß, muss ich eigentlich Juhu, sagen. Mission erfolgreich. Ja, ich habe nicht alles ja, ausgesucht. Ich bin auch bei der Landeplattform. Ich habe aber nicht alles ausgeguckt. Mein Bogen ist jetzt Rang 2, mein Volt ist Rang 2, mein MK-Bogen, also mein Stab ist noch nicht 2. Aber ja, zugefügter Schaden 100, 100. Ja. Also ich bin Rang 2 mit dem Volt, Rang 3 mit der Schnellfeuer, Rang 2 mit dem Wurfmesser und Rang 1 mit dem Schwert. Das ist okay. So. Aber ich habe sehr viele Kills mit der Schnellfeuerwaffe gemacht. Das war nicht so gut. Kopfschusskills, 3 Stück. Getötet 51, Kopfschuss 11, Nahkampf 5. So. Ich hoffe jetzt, dass man endlich jetzt... Was? Obita, der Wurzelung. Ja, komm, wir machen ja gleich die nächste Runde. Was soll ich machen? Ich will die nächste Mission machen. Der will jetzt irgendwas installieren. Keine Ahnung. Is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus. Die alte sieht auch nicht schlecht aus. Und wegen, ich kann den Bogen kaufen, der ist viel zu teuer. Wieso, den kannst du kaufen? Also da war 125 Platin, ich habe nur 50. Nein, ich meine, Moment, geh auf Bogen, auf die Schnellfeuerwaffe und dann kannst du... Ja. 225. Ich habe ja nur 50. Den Paris. Kannst du den nicht kaufen? MK1 Paris. Ja doch, der kostet 250 von diesen Platinpunkten, aber da habe ich doch nur 50. Ach so, okay. Gut, dann kannst du ja nicht kaufen. Macht doch viel mehr Damage. Ah, da ist ein. Da gibt's einen Punkt, wo wir was machen müssen. Hier rechts. Warte mal. Segment installieren. Ah, jetzt haben wir den Markt. Das kannst du auf dem Markt einkaufen. Oh, geil. Ja, das habe ich auch gerade gesagt bekommen. Ich kann nichts kaufen, solange ich keinen Markt habe. Warframes, Waffen. Jetzt kannst du bestimmt auch Bogen kaufen. Sehr praktisch. Skins, Sekundärwaffen, Primärwaffen. 125, der Arktika Armbrust. Der Zuckersense. Der Bogen der Paris kostet 15.000 von den normalen Quills. Die habe ich bei nicht. Ja, ist ja aber bald, wir haben hier schon die Hälfte. Ich habe 8208. Ist ich auch. So, dann machen wir die nächste Mission. Aber auf jeden Fall, ihr seht mal, Leute, wie viele verschiedene Waffen es gibt. Also, man hat das Spiel, kann man schon ein wenig spielen. Also, ich habe gerade eben mein Raumschiff im Weihnachtsdeko gemacht. Das ist sehr wichtig, Sven. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich hab mir jetzt. Doch, ich will mir die Wanka kaufen. Guck dir mal die Wankas an. Das bei Nahkampfwaffen. Was? Bei Nahkampfwaffen? Ganz Waffen. Unten. Nahkampfwaffen. Ganz aber die kosten auch wieder alle diese komischen Punkte, ne? Ja, die eine ist noch nicht freigeschaltet, aber die sehen richtig geil aus. Die klingen, das sieht aus wie Wolverine. Ja, komm, jetzt machen wir, bevor die unnötig in die Länge ziehen hier. Nächste Mission. Kann man die jetzt zu zweit machen? Einladen, Freund eingeladen, ja. User in your channel timed out. Und da hat sich Sven verabschiedet. Was ist das? Weiß nicht, warum er sich verabschiedet hat. Aber wenn ich gucke noch ein bisschen hier, da unten ist der Chat. Kann man auch verschieben. So. Gruppe. Futur. Bin nur allein in der Gruppe, jetzt müsste ich dann aber Sven noch einladen, wenn er einladen. Ich hoffe, dass wir das jetzt zu zweit spielen können. Aber wie ihr seht ja, auf der Erde gibt es auch schon einige Missionen. Und ich denke mal, das kann man richtig geil spielen, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Dinge es gibt, Sternkarten. Aber es wird sich bestimmt irgendwo noch dann erweitern lassen. Weil das sind ja jetzt gerade mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Missionen.
Deswegen, aber ich schätze mal ab hier. Epo und Taktikal kann man sich bestimmt entscheiden, wo man hin will. Weil das sind die einzigen. Oh ne, Copa gibt es auch noch mit so einem komischen Bobble oben drüber. Ja, aber es gefällt mir. Sorry. Oh Gott. So, jetzt machen wir mal kurz einen Cut, bis Sven wieder da ist und dann geht's gleich weiter. Oder soll ich noch ein bisschen. Komm, wir gucken noch ein bisschen die Waffen an. Sieht mal richtig cool aus, die Waffen. Mark X. Was gibt's denn? Winter Bundle? Ja. Festliche Listen. Ja, komm, das kaufen wir uns auch, wenn er ja Weihnachten ist. Ich glaube nämlich, das Spiel wird weitergespielt. Und nicht nur angespielt. So, jetzt haben wir es ein bisschen umdekoriert. Zuckersense. Ach, muss nicht unbedingt sein. Was ist denn das? Also, gucken wir, können wir gucken, wie wir hier abgezockt werden. Im Besitz. Was ist denn das? Das hier? Nein, das will ich mir nicht kaufen. Jetzt hier? Ah, super. Jetzt hat das Ding beendet. Ah, ne. Das Spiel läuft noch. Das hat nämlich ein Ding. Also, Platin kaufen, Prime Access. Ah, da wird's immer ein Ding aufmachen. Wie heißt's? Browserfenster. Deswegen kann ich es euch leider nicht zeigen. Abbrechen. Gut, kann ich es euch doch nicht zeigen. Aber da gibt's auch so Pakete. Ein paar viele. Ja, jetzt warten wir eigentlich immer noch auf Sven. Aber ich weiß nicht, was er getrieben hat. Booster gibt's hier auch. Ressourcenboost, Kreditboost, Affinitätboost. Aber alles nur mit Premium-Währung. Also ein bisschen viel Pay to Win. Primär-Skins. Kann ich da auch irgendwas geschenkt? Nein, musst du auch alles kaufen. Was haben wir hier? Blaupausen. Boah, das, was sind das? Excalibur Blaupause. Jingle Bells. Excalibur, der perfekte Mischung aus Mobilität, Angriffskraft, ideale Werfen für neue Spieler. Nein, nicht kaufen. Können wir denn noch hier? Und das? Ein Hochleistung Airtwing wurde Aufgabe zur Zerstörung. Ja, da muss ich mich echt mal reingucken, was das alles machen kannst. Ich sag allein die Waffen hier, die primären. Sind ja schon richtig viele. Was ist das? Was kostet das? 225. Ja, nehmen wir einfach jetzt, warten wir einfach mal, bis wenn wieder da ist und dann machen wir eine Runde weiter. Bis dahin, bis gleich. Tschö. Hi Leute, willkommen zurück. Wir haben ja letztes Mal die Aufnahme beenden müssen, weil Svens Internet abgekackt ist. Jetzt sind wir ja wieder hier. Ja. Und bin wieder da. Jetzt machen wir die zweite Mission gleich. Ohne langes Drumrumbum. Zweite Mission. Jupp, ich kann ja jetzt auch noch mal kurz sagen, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit auch mein komplettes Stealth-Account erstellt mit dem Kampfstock, mit dem Bogen und den Wurfmessern. Und habe dann eben auch nochmal die ersten zwei Missionen gespielt, damit ich jetzt dann hier in der Aufnahme weiterspielen kann. Weil ich finde einfach, das Spiel muss man einfach stealthen. Es macht extrem viel Spaß. Und ich habe auch mich ein bisschen umdesignt. Das heißt, ihr könnt euch gleich mal drauf freuen, wie ich jetzt dann aussehen werde. Wenn wir dich sehen. Du heißt auch Lappen Game, oder? Nein, ich bin jetzt der andere Account. Ich bin jetzt, wer bin ich jetzt? Ich bin Evil Lappen. Evil Lappen. Einladen. Einladung geschickt. Jo, jetzt habe ich eine Einladung bekommen. Die kann ich jetzt hier einnehmen. Akzeptieren. Bitte warten. Shit spielen? Fehler beim Beitritt zur Sitzung. Abbrechen. Freunde. Mariana? Du musst mich erst zu deinen Freunden wahrscheinlich hinzufügen. Gut, dann muss ich noch einmal, Kommunikation. Freunde. Nach Namen ausstellen, offline, online, hinzufügen, hier. Evil Lappen. Freundschaftsanfrage gesendet. Ich habe angenommen. Freunde online. Aber du bist bei mir offline. Kann nicht sein. So, noch einmal Erde, Mariana, hinzufügen, Evil. Jetzt bist du online. Einladen. Akzeptieren. Bitte warten. Ja! Timer starten.
Ja, jetzt bin ich auch da. Warum dauert es? Bei den Gefangenen startet. Jetzt muss ich ja auch noch annehmen drücken. Bereite den Fang. Oh, vielleicht können wir jetzt echt zusammenspielen. Das wäre ja mal Bremen. Jo, wir spielen zusammen. Yes. Gut. Ja, wir fliegen nebeneinander. Hast du auch so ein hässliches Schiff? Oh, du hast schneller geladen. Wie unfair ist das? Setz bei mir einfach auf. Ja, warum bloß? Weil ich habe wenig bessere Internetleitung. Ja, und weil du Host bist. Und weil ich einfach richtig fett ist. Egal. Okay, du siehst auch nicht schlecht aus. Ja, ist super, ist immer eins und so eins gleich aus. Wir sind nicht kann ich dich jetzt gleich. eigentlich töten? Nein. Vor allem, schau dir mal das an. Was hast du? Hey, warum schieß ich jetzt gerade? Ich habe meinen Au! Bogen in der Hand. Jetzt komm schon, hopp hopp. Mission haben wir zu erfüllen. Ich frag mich nur, warum ich gerade geschossen habe, obwohl ich meinen Bogen in der Hand hatte. Könntest du auf mich warten? Du könntest ja einfach einsteigen, ne? Ey, aber ist. Weil irgendwie ist unser Wegpunkt in die andere Richtung. Mach keinen Kopf, mach keine Sorgen, vertrau mir. Hast du das schon gesehen? Das Was? hier. Renn mal und dann spring und zack. Boom. Schau mal, weil es ist hier cooler. Ach, hättest du gern. Ich habe ja eine andere Waffe wie du. Nein, du hast auch den komischen Stab. Ach, du hast auch den Stab. Natürlich. Aber du hast nicht die Wurfmesser, du hast die scheiß Ja, Pistolen. die Pistole ist cool. Nein, Wurfmesser ist viel cooler. Und wir spielen Stealth, ne? Ja, natürlich. Also nicht vorrennen. Unter uns ist nichts. Ja, manchmal steht die direkt an der Ecke oder so. Es ist so verwirrend, hier sind keine Gegner, es kann doch nicht sein. Du bist immer noch unentdeckt. Jawohl, ist trocken. Da vorne ist auch nichts. Komm, komm, go, 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 go. Jo, 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 ich habe gerade Soundleister gemacht, das uns. Ne, meiner ist noch richtig schön angepasst. Vorne? Nein. Oder? Bisschen kann ich ihn auch unterschätzen. Optionen. Audio, oder? Nö, ist noch so niedrig wie letztes Mal. Also bleibt ja so. Hast du den Spin vergessen? So, jetzt Sneaky. Glaub, hier sind Gegner, oder? Rechts, links ist frei. Warte, ich gucke mal rechts. Das sieht's auch doch gut aus. Links ist frei, rechts ist frei, alles frei. Ein bisschen wenig Gegner los hier. Ja, hier ist auch nichts. What the hell? Oh, das ist ein Hinterhalt. Credits sind immer gut. Vor allem müssen wir irgendjemanden befreien. Das ist mit, wette ich mit dir, ein Hinterhalt, weil die Mission ist ja befreie irgendeinen Typen. Geh mal zum Weg. Lass mal da lang gehen. Stopp. Da hinten ist noch ein anderer Weg. Hier ist ein Gegner. Ja, zu viel zu stealth, ne? Was? Ich habe ihn weggekloppt, bevor er irgendwas gemacht hat. Juhu, Stufe aufgestiegen. Dankeschön. Jo, bitteschön. Bist du gerade in einer Aufgabe? Oh, gut, das bist du. Nein, der Markus ist, glaube ich, gekommen, oder? Ja, ich habe dich gerade abgeschossen. Ja, Servus, Markus. Jo. Wir sind gerade noch in der Aufnahme. Hier muss es irgendein Geheimnis geben. Solche Gänge sind im Normalfall nämlich nicht umsonst irgendwo. Aber die Tür hier ist abgesperrt. Ja, dann gehen wir in die andere Richtung. Dann doch hinterher. Nein, töte ihn! Mann, bist du schlecht. Ja, irgendwie spannt sich mein Bogen nicht. Warte mal, ich glaube bei der Maus. Ja, bei der Maus. Ja, jetzt ist die Maus. Du bist einfach schlecht. Naja, da sind sie. Warum schießt die immer automatisch? Ich lasse gar nicht die Taste los. Habt ihr mal die Pfeile verballert? Sven, spielst du überhaupt mit oder soll ich das alleine jetzt machen? Ja. Bin hinter dir. Jetzt habe ich es geschafft, beim Bogen endlich zu spannen. Also, apropos, irgendwas du musst die Physikseffekte anschalten. Das ist so der Premium. Ja, dann fliegen die weg und kleben an Wänden, ne? Die sind vorher schon an den Wänden geklebt, aber die fliegen jetzt so viel weiter weg. Alter, ist das ein geiler Scheiß.
Bevor er Alarm auslösen konnte. Hab ihn. Da unten kommt einer, Achtung, direkt auf dich zu. Nix da. Hey, ich hab ihn auch getroffen. Warum ist er dann? Ich hab ihn erst. Was machst du wieder alles looten hier? Ist Alarm ausgelöst? Nee, oder? Nö. Nö. Sonst werden hier ein paar mehr Gegner. Aber uns hat schon wieder einer gefunden, der. Bist zu langsam. Vor allem habe ich Leben verloren und ich blute. Warum blute ich? Oh, oh. Fuck, fuck, ich krieg nicht. Ja, ja, hab ihn. Ah, jetzt, okay. Jetzt, jetzt. Warte doch hier mal auf mich hier. Komm schon. Da waren wir doch gerade. Das Ding da. Ja, wir haben da unten. Nee. Das hier ist, oder? Sieht genauso aus wie das eben. Ja, stimmt, aber jetzt gehen wir in die andere Richtung, da wo wir gerade waren. Einen habe ich wieder ausgeschalten. Hier sind vier Stück und die habe ich noch nicht gesehen. Wo? Zwei. Drei. Alle weggeholt. Schau, ich kann doch auch was. Ich habe einen Fuß geschossen und getötet. Das ist doch Headshot ins Knie, ne? Oder was meinst du, Markus? Du musst da drüber auf die andere Seite, Pluto. Ja, das sind noch zum Looten. Looten. Loot Raider. Warte auf mich. Ja, es gibt Reddit. Oh. Oh, Scheiße, Alarm. Ja, du hast Alarm ausgelöst. Ja, da war noch ein. Ich hab schon wieder abgeschaltet. Boah. Innerhalb von 5 Sekunden. Also, darf jetzt nichts kommen. Alarm wurde zurückgesetzt. Du Lacker, ey. Wurde nichts passiert. Das war. Was sind eigentlich die Alarme? Die komischen Anlagen, wo da stehen immer. Passiert nichts mehr. Haben alles safe. Das ist eine Alarmstation, das hier. Was? Das da? Okay. Warte, da steht einer. Du wissen. Da war doch gerade eben schon mal vier Stück. Die habe ich doch schon getötet gehabt. Jetzt sind die wieder hier. Zwei Stück getötet. Ich habe wieder einen weg. Links ist noch einer. Nee, da ist niemand. Gut. Dann jetzt, du gehst an die linke. Achso, müssen wir jetzt. Sobald es aktiviert. Müssen wir jetzt. Ja. Geil. Dieses Areal ist schwer befestigt. Durchsuch das Areal und geh vorsichtig vor. Hier könnte man eine Seilrutsche machen, aber das mache ich mal noch nicht. Wir sollten. Da drüben ist einer, den hole ich mal. Ja, Alter, der hat's überlebt. Der will der Alarm. Oh, jetzt sind wir am Arsch. Ich hole ihn. Jo. Hat der Alarm gemacht? Jetzt habe ich der nächste gesehen. Ja, das ist eindeutig ein Alarm. Ich fahr mal hier hoch und hol ihn mir. Okay, Schnellfeuerwaffe. Meine Wurfmesser sind Overkill. Okay, ich hab den Alarm gefunden und deaktiviert. Komm schon. Du hast ihn ja auch vergeigt. Du hast gesagt, du holst ihn. Ja, du hast auch mit drauf geschossen, aber der hat drei Schüsse überlebt. Okay, der Alarm ist wieder aus. Boah, alle, die heben jetzt echt mehr aus. Ja, die halten viel mehr aus. Einer hat einen Pfeil drin. So, die zwei sind down. Dieser Spezialagent hier macht mich tot. Dem, wo so viel ausgehalten hat. Wo denn? Ja, ich habe ihn jetzt gekillt. Der hat auch gerade 5 oder 6 Schläge von meinem Schwert ausgehalten. Der Alarm ist immer noch an. Ich habe ihn schon ausgemacht, meinen. Da ist noch ein anderer Anwender. Scheiße. Der hier ist aus. Und wo ist der an? Weiß ich nicht. Egal, komm zu mir. Ich bin bei der Tür, wo wir hin müssten. Da hinten ist einer. Oh. Wurfmesser. Oh, da oben kommt einer runtergerutscht. Bam. Weg die Sau. Tot. Hast du ihn? Ich hab den hier. Ja. Meine Wurfmesser sind einfach im Schnellfeuer besser wie meine alte Sturmgewehr. Egal, wie ich den weggefetzt hab. Wir müssen hier hin, oder? Ist der Alarm an? Zu mir musst du. Hierher. Der Kontrollpunkt ist aus. Der hängt noch an der Wand. Er zur Hölle schießt, da hinter mir schon wieder einer. Oh, jetzt hab ich's auch mal geschafft, die Explosion. Stark gepanzert am. Komm schon, bleib doch nicht stehen. Oh, ich hab so Ding, ich hab so ein komisches Artefakt. Reichweite plus 15, geile Scheiße. Aber ein Futur. Kommst du jetzt endlich? Wo bist du? Hinter dir. Achso. Ihr müsst immer noch darüber. Wohin? Hier hoch. Aber der Aufzug ist jetzt oben, ne? Warte, komm mit. Assassin's Creed Style. Komm schon. Warum geht's?
Hä? Oh, ich bin rückwärts von der Wand weggeflogen. Ja, du darfst nicht so oft leer. Du musst die Leertaste halten. Ja, jetzt müssen wir hier rüber. Das ist echt Assassin's Creed Style. Und da links in die Tür. Wie? Jetzt wieder Stealth-Modus aktiviert und Bogen raus. Ich hab die ganze Zeit, ich kämpfe nur mit Bogen. Da ist nix. Da ist Loot, auf der linken Seite ist Loot. Ist das hier der Alarm, der an ist? Ja. So, ich hab mal gelootet. Was ist hier? Ich hab den Alarm mal deaktiviert. Ich suche mal diesen Raum hier. Da ist nix. Das ist nur ein Alarm. Ein anderer oder ein außer? Der ist aus. Der piepst nicht. Der meiner hier hat auch nicht gepiepst, hat aber geleuchtet. Und dann sind sie was alle eigentlich. Ist das Sicherheitssystem hacken? Natürlich. Jawohl. Bin hier gerade oben in so einer Röhre. Was? Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab. Jo, ich hab's gesehen. Ja, bravo. Bleib beim ersten Hack. Was ist das für einer? Ich glaube, wir bekommen es so. Da ist nichts drin. Jetzt müssen wir Drabo beschützen. Ich denke. Warte, stopp, ich kann irgendwas mit dem tun. Gib Geist eine Sekundärwaffe. Habe ich ihm gerade gegeben, oder? Da sind auch beide gegeben. Jetzt hat er wieder die Wurfmesser. Boah, Hedger 1000 Punkte. Weg die Säue. Nein, der hat keine Waffe. Du sollst mir eine geben. Bin doch schon dabei. Ich habe dir Waffe gegeben. Jetzt hat er eine Waffe. Er hat die Wurfmesser. Er ist Overkill. Du hast jetzt aber nicht mehr, gell? Ja, aber ich habe Bogen. Er ist auch Overkill. Und ich habe ein... Ah, jetzt hast du da unten viele. Wo denn? Ich habe die schon alle weggemacht, hier Hüben. Nein, hier unten. In der großen Halle, wo du vorhin so lange drin warst. Das sind jetzt Tausende. Moment, ich komme. Oh, ich werde verklopft. Wo ist unser Typi? Der ist hinter uns. Der, die zwei da oben regen mich auf, weil die rennen die ganze Zeit zickzack und ich nicht. Okay, jetzt habe ich einen und der denn. What, was war das? Okay, ich muss meine Machtwehr einsetzen. Blitz! Komm schon, stirb doch jetzt. Der freckt dich. Gut, du hast ihn. Sind hier unten noch irgendwelche? Ist egal, wir gehen weiter. Tom, go, go, go. Nein, da hinten, ich blitz dir weg. So. Bist du schon durch? Hier ist auch noch einer. Boah, der hat Alarm ausgelöst, der Arsch. Deaktiviert den Alarm. Hab ich schon. Warte, hier unten blinkt irgendwas. Das ist so, die Alarme wird uns auch angezeigt. Auf der Karte, sehe ich gerade. Ah ja. Da müssen wir auch hin, glaube ich. Ist er da? Ja, hier muss ich hin. Ich als Terminal hack, gell? Ja, wir müssen, glaube ich, hier raus. Ja, ich hab's gehackt. Ah, da kommt er. So, jetzt. Da unten. Komm da weg. Aber warum rennen die eigentlich immer zickzack, die Sniper? Denn ihre Sniper können im Rennen einfach übel ballern. E, F. Mal schauen. Oh, was ist das jetzt? Da unten stehen sie noch. Ich glaube, du bist tot. Bitte stehst du hier rum und tust dich. Nein, ich leuchte komisch dunkel. Ja, ich glaube, du wurdest geblitzt. Auf jeden Fall habe ich alle geklappt. Jetzt bin ich down. Was der Akkusik gibt vor Kontrolle dein euch, Schild, wir müssen ich etwas einfallen lassen. Hilf mir! Tue ich gerade das Richtige? Ja, wiederbelebt, ich. Jetzt bin ich wieder da. Weg die Sau, ja. Ich habe auch schon wieder was gefunden. Heile 10 Verwundete. Das könnte mit dir kein Problem Schock werden, wenn du so weiter machst. Schockberührung. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen Gundam sein hier mit der Pistole. Nein, wir gehen jetzt hier mit dem Kampfzeug rein, so wie sich das gehört. Wo ist denn unser komischer Hansebahn, wo wir beschützen müssen? Er ist hinter uns irgendwo da.
Hinter, der ist doch da oben. Ich glaube, in der Halle hinter uns sind noch Gegner, deswegen kommt der nicht. Ach so, mach mal weg. Ich mach hier mal einen Alarm aus. Ich pistel die mal weg. Bitte, steht der hier oben und bewegt sich nicht, oder? Ja, der steht hier. Graven. Ja, ich guck, dass ich den Alarm wegmach. Ich habe jetzt meine Sekundärwaffe wieder zurückgenommen. Ja, die auch wieder auf den Bogen. Das habe ich ihm meine Sekundär wieder gegeben. Aber der folgt mir nicht mehr. Der steht da also einfach so rum. Also ich komme. Vielleicht braucht er mich. Keine Ahnung, auf jeden Fall steht er hier. Wahrscheinlich, als du gestorben bist, hat er gemeint, Jojo, ich laufe nicht mehr weiter. Junge, gib Gummi, sonst verhauen wir dich. Habe ich schon probiert, du kannst ihn auch nicht verhauen. Nee, der buggt. Ja, ich glaube auch, dass der buggt. Ja, wir haben die Mission eh übelst gefailt. Ja, komm, wir rennen einfach weiter. Und ich würde sagen, dieses Spiel hier kann man eigentlich mal wirklich als Let's Play bringen, falls ihr da Bock drauf hättet. An der Stelle würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon mit unserem angespielt? Weil die Folge geht ja, glaube ich, schon wieder lang genug. Ja, stimmt eigentlich. Und bevor wir jetzt hier noch den ganzen Level zu Ende rennen und das eh eigentlich nichts bringt, weil das Ding hier gerade eben buggt, würde ich sagen, wenn ihr Interesse daran hättet, dass wir dieses Spiel mal wirklich als Let's Play bringen, dann natürlich auch mit Markus zusammen, dann könnt ihr uns das einfach mal in die Kommentare reinschreiben und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und bis dahin, Leute, würde ich sagen, Servus und Ciao. Jo, Ciao, Leute.